Meine lieben Damen und Herren, es ist wieder mal soweit. Die Fed wird heute entscheiden, wie die weitere Geldpolitik aussehen wird. Der große Teil geht davon aus, dass es keine weitere Zinserhöhung mehr geben kann, und es gibt auch Gründe dafür, die wir heute besprechen werden. Wir werden auch viele Grafiken heute im Video sehen, die wir gemeinsam analysieren und dann natürlich ab in den Chart gehen. Wir schauen uns heute Bitcoin, Ethereum, aber auch XRP an. Ich finde, das sind aktuell drei spannende Assets zum Verfolgen. Und dann, ja, schauen wir mal, ob die Strategie wieder aufgeht wie bisher. Also bleibt schon mal dran, haut auf den Like-Button. Wir sehen uns nach dem Intro. Wir starten mit dem aktuellen Fear & Greed Index. Mit 47 Punkten sind wir in der neutralen Zone angelangt. China lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert. Man muss hierzu sagen, dass die chinesische Wirtschaft wieder einen Aufschwung bekommen hat. Ich muss aber hier gleich zwei, drei Sachen erklären, damit es die Mainstream ein bisschen mitbekommt. In Fernost hat man unter anderem seit Corona gewisse Förderungsprogramme gestartet. Programme, wo wir jetzt in Europa sagen, was, wie bitte? Wie zum Beispiel, wenn ein Unternehmen einen Umsatzerfolg aufweist, wird es zusätzlich vom Staat nochmal gefördert. Wir kennen es ja eher umgekehrt. Ne? Man fördert die Unternehmen, die halt noch Startschwierigkeiten haben. In China ist es aber anders, man wird da quasi belohnt. Ne? Und das ist natürlich schon sehr interessant. Man darf natürlich auch das ganze Business von AliExpress nicht unterschätzen. Das hat natürlich massiv an Fahrt dazu gewonnen, positionieren sich massiv in Europa und weiten sich dementsprechend natürlich weiter aus. Und das ist natürlich sehr interessant. Ja, und gleichzeitig hat eben China, also die Leitzinsen, jetzt nicht verändert, aber gleichzeitig haben sie die Auflagen der Banken vereinfacht. Also sozusagen, sie müssen nicht mehr so viel Reserven vorweisen, wie sie es schon mussten. Das gibt wieder ein bisschen Luft in Banken, auch für Kredite und so weiter und so fort. Man will damit auch die Immobiliensektor ein bisschen entlasten oder respektive fördern. Und das zwingt natürlich hier China eben auch zu sagen, wir stoppen hier mit den Leitzinsen, weil sie sonst gegen ihre eigenen Förderungsmaßnahmen arbeiten würden. Ja, und in wenigen Stunden ist es soweit. Ja, dann ist das FOMC-Meeting. Wird auf jeden Fall interessant zu erwarten. Ist im Zinseffekt nicht viel, also man geht davon aus, über 99%, dass die Spanne so bleibt, wie sie ist. Es geht mehr um die Schlussworte dann von Jerome Powell, weil wir ja wissen wollen, wie es geht weiter. Und darauf, auf diese Worte, wird der Markt relativ gut reagieren. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Es gibt aber auch interessante Berichte, auch hier bei CoinDesk, der wirklich gar nicht mal so schlecht geschrieben wurde. Man geht davon aus, eben, dass es stabil bleibt. Aber die Richtung, wie Jerome Powell einlegen wird, das wird nochmal sehr interessant. Was aber hierzu gesagt wird, ist, wenn es komplett anders kommt und Jerome Powell jetzt sagt, ja, wir haben uns entschieden, wir werden nochmal 25 Basispunkte erhöhen, dann kann es für die Märkte massiv schlecht werden. Und man muss jetzt auch hier nochmal andocken, ich komme gleich mit Daten und Fakten, aber das ist wichtig, dass ihr das versteht. Die aktuellen Unternehmen, ja, wir müssen jetzt auf Unternehmensebenen denken, denen geht langsam sicher die liquiden Mittel aus, das Cash. Ja, wir haben insbesondere in Europa ist es viel schwächer als in den Staaten. Die Staaten haben etwas mehr Cash-Reserven als die europäischen, insbesondere, sorry, wenn ich das sage, die deutschen Unternehmen. Ja, und das wird natürlich zwingt auch die EZB, by the way, gegebenenfalls früher zu handeln als hier die Fed. Das kann also sein, dass die EZB vielleicht sogar früher die Zinsen senken könnten.
könnten. Man kann auch sagen, dass sie vielleicht kurzfristig senken und dann wieder steigen. Auch das wäre natürlich möglich. Und dazu holen wir uns natürlich jetzt hier so ein paar Grafiken rein. Ja, wir haben hier vor uns die Inflationsdaten aus der EU-Zone und das respektive aus Deutschland. Und das ist natürlich schon nicht da, wo wir sein sollten. Also wir sehen, wo wir 2021 waren, das war zwischen 3-4%, aktuell immer noch über 6, also respektive über 5-6%. Und das ist das Problem, wo eben die EZB auch hat. Man muss natürlich hier Maßnahmen ergreifen, aber wenn man natürlich sieht, wie es zum Beispiel China macht mit Unterstützungsmaßnahmen in der Wirtschaft, denn das kommt ja auch schon dazu. Ne? Ich bin ja auch im Handel unterwegs und da kommen bereits schon Briefe, ja, täglich Briefe, wo drin steht, ja, wir haben bemerkt, dass mehrere Lieferanten in den letzten Monaten die Preise erhöht haben und jetzt aber wir das Gefühl haben, ne, dass das nicht mehr ansteigen kann und somit bitten wir um wieder mögliche Preissenkungen. Das Gemeine an dieser ganzen Geschichte ist ja oftmals, also wenn ihr in den Einzelhandel geht, ihr immer noch gleich viel bezahlt für das Joghurt, aber der Händler dazwischen natürlich bereits schon die Preise runtergesetzt hat, damit natürlich eben der Lebensmittler hier die Preise nach seinen Gedanken natürlich an den Endkunden weitergibt. Das Spiel kommt erst dann, wenn dann zum Beispiel ein Lidl oder Aldi, der ja relativ günstig positioniert ist, dann anfängt zu sagen, so und wir senken nochmals die Preise. Und dann kann man sagen, okay, jetzt gibt es eine Bekämpfung auf der Inflationsseite im Markt und dann wird es nochmal interessant. Dann fängt alle wieder an mit Schnäppchenjagd, es wird überall günstiger, wir haben die Aktion, dann kommt Black Friday, steht auch noch vor der Tür. Also ihr seht, wir haben da schon die ein oder andere Möglichkeit, die es natürlich zu beachten gilt. Dann haben wir natürlich auch noch die Arbeitslosenquote, die ist eigentlich auch gestiegen gegenüber vom Vorjahr, aktuell auf Coronas Zeit. Niveau, das ist natürlich auch noch ein bisschen hier im Vergleich, aber zu 2005, 2006 waren das noch andere Zahlen, wie man es dann auch gesehen hat nach dem Crash, wo die Zinsen wieder gesenkt wurden, das sieht man sehr gut, nach 2008 respektive 2009 ging es dann relativ stagnierend nach runter oder nach unten und man sieht, dass die Wirtschaft da wieder angekurbelt wurde, also auch hier wieder ein kleiner Ausblick für die Zukunft. Ja, und wenn man aktuell die Prognose von den Vereinigten Staaten anschaut, wie man das aktuell berechnet oder prognostiziert, sieht man, dass die Inflation per Ende nächstes Jahr bei 2,32 sein wird, bei 25,1 und 2 dann eine leichte Steigerung. Also irgendwas also auf Null bringen wird also nicht möglich sein, aber das Ziel auf diese 2%, das wäre also da und somit auch hier möglich, dass wir tatsächlich die letzte Zinserhöhung gesehen haben, mit der Prognose, mit den Maßnahmen, die ja versetzt kommen, könnte das für uns nochmal sehr interessant werden. Die nächste Grafik bringt das nächste Problem mit, nämlich die Staatsverschuldung. Und zwar haben ja die Amerikaner es geschafft, also Joe Biden hat es irgendwie geschafft, die Schuldenobergrenze für 2 Jahre auszukoppeln. Das war wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung, die man treffen konnte. Aktuell haben wir die 33-Billionen-Grenze erreicht und man sieht aktuell keinen Stopp. Also auch da wird es schwieriger. Und auch das ist auch hier wieder das Problem der FED. Man darf ja nicht vergessen, die FED hat über 100 Milliarden Verluste gemacht, ja, durch die ganzen Staatsanleihen. Ja, und jetzt, wenn man natürlich auch hier immer wieder dem Land natürlich mehrere liquide Mittel zur Verfügung stellt, die Staatsschulden steigen, gleichzeitig Inflation in der Bekämpfung ist, bedeutet, sie müssen alles wieder zurückkaufen. Das kostet einfach massiv viel Geld. Und diese Reserven gehen auch hier irgendwann vielleicht mal irgendwie zu Ende. Und aus diesem Grund ist auch hier die Statistik klar, dass man sagen kann, ja, wir gehen gegebenenfalls wieder zurück in die Zinssenkung 2024. Ich stehe dabei, Ende Q1, Anfangs Q2 sehen wir die erste Zinssenkung.
Ja, und jetzt hier USA. Die Staatsverschuldung zum Bruttoinlandprodukt, ne? Das wäre cool. Ne? Also eigentlich wäre das so, ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, den Lohn, den ihr kriegt, ich sage jetzt mal 1.000, ne? Und jetzt habt ihr auch 133 Verschuldung. Ja, schön, dann habt ihr 1.333 Ausgaben. Ja, also auf gut Deutsch kann man das natürlich so nicht vergleichen, aber im Endeffekt ist es halt so, dass das Bruttoinlandprodukt die aktuellen Schulden gar nicht mal decken könnte. Und das ist eigentlich tragisch. Ja, das ist wirklich tragisch. Das war 2019, war man da kurz so hoch. Man hat es ja damals noch gesenkt, hat die guten Maßnahmen getroffen, um das runterzubekommen. Und dann stieg das an wie eine Rakete. Ja, bleibt aktuell so. Und ich weiß auch gar nicht, ob sich das Ganze dementsprechend nicht noch weiter auskristallisieren wird. Dann haben wir die europäischen Länder, mal die Staatsverschuldung in den Mitgliedstaaten, so ein bisschen im Vergleich. Da sehen wir, dass es natürlich noch andere Länder gibt, neben den Vereinigten Staaten. Unter anderem Griechenland, Italien, Portugal, alle über 100%, Spanien, Frankreich, Belgien. Ja, also das sind all die Länder, die sind weit, weit über dem Soll. Ich finde, eigentlich dürfte das gar nicht möglich sein, dass man über das Bruttoinlandprodukt sich verschuldet. Und man könnte ja einen Schnitt nehmen für über die letzten 5 Jahre, von mehr als 10 Jahre vom Bruttoinlandprodukt, dass man irgendwie so einen Schnitt hat. Aber naja, so soll es wohl nicht sein. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen bei uns in die Chartanalyse hinein, weil... So, meine Lieben, ich musste kurz unterbrechen. Der Akku meiner Maus ging weg. Und aus diesem Grund war es gerade etwas schwierig. Jetzt ist aber der Akku wieder geladen. So, wir schauen uns natürlich als erstes Bitcoin an. Bitcoin relativ wichtig. Ich werde jetzt diese Distributionszone wegnehmen. Die brauchen wir in dem Sinne nicht mehr. Wir sind in dieser Zone drin, da haben wir jetzt aktuell auch ein bisschen Bewegung, das ist auch gut, endlich mal ein bisschen was sich bewegt. Ich habe gestern euch mitgeteilt gehabt, dass wir bei 27.500 haben wir relativ stark Gegenwehr, hat sich schon wieder ein paar Orders dagegen aufgelöst, wir waren dabei über 400, jetzt aktuell sind wir noch bei 310. Als oberen Widerstand, dann steigt sich das ein bisschen. Also es hat sich ein bisschen nach oben verlagert. Wenn wir hier schauen, 28.000, dann haben wir hier kleinere Aufträge hier. Dann haben wir nochmals bei 28.5. Dann gibt es vielleicht hier oben, weiter oben gibt es nochmal eher ein bisschen die gröberen. Also bei 30.000 ist nochmal eine größere Ladung. Ungefähr gleich wie jetzt hier, wie wir gesehen haben, bei 27.5. Das sind so ein bisschen die größeren unten im Supportbereich. Wenn wir hier nach unten gehen, haben wir kleinere, immer wieder kleinere Supports, aber doch noch eine gewisse Ladung. Also bei 26.800 hätte man nochmal. Dann etwas tiefer unten hätten wir, was könnten wir hier nochmal? Also das fällt dann schon eher tiefer bei 25,5, dann kommen die Großen, sind dann wieder bei den Vollzählen 25, 24 und dann hätten wir hier nochmal 23.000, das sind eher die stärkeren Support-Levels aus der Heatmap raus, also da, wo wir wirklich sehen, wo gerade aktuell ein bisschen die Order liegen, wie sie akkumuliert sind. Das ist natürlich für uns wichtig, um Entscheidungen zu treffen für die Trades. Ich will da auch nochmal klare Worte an euch setzen. Nutzt ihr die Möglichkeiten, hier zu holen? Ja, kauft euch lieber den Spotkauf, als jetzt sinnlos Trades zu starten, wo man nicht genau weiß, wie man mit dem Handwerk umgeht. Unser Level war hier, das muss ich ein bisschen korrigieren für die unteren Bereiche. Ja, also wir haben hier mit meiner J-Wave-Technik, hier hatten wir den Anstieg, das ist ein bisschen nach oben gerutscht. Ja, also das 0,5er-Level ist bei $26.700
Und wir haben jetzt aktuell, traden wir bei $27,000 herum, plus minus 50, schwankt ein bisschen hin und her gerade. Wir sehen auch, und das ist sehr wichtig und entscheidend für euch auch ein bisschen zu sehen, wir sehen, dass wir hier bei dieser Welle ein höheres High hatten als jetzt hier, na, bei diesem Abschluss. Das kann natürlich nochmal dafür sorgen, dass die Konsolidierung unten nochmal stattfinden kann. Oder wir sehen hier beim 0,5er ein kurzer Kickback nach oben und dann hätten wir nochmal die Kraft. Fakt ist, ja, das wäre bei 26.700. Wir hätten tatsächlich bei 26.800, ein bisschen weiter oben als das 0,5er, hätten wir einen gewissen Support. Das wäre eigentlich auf unserer S2, ne, also auf der gelben Linie. Da hätten wir nochmal die Kraft. Also es könnte sein, dass wir hier dann bereits schon ausbrechen könnten aus diesem Falling Wedge, was wir hier haben. Oder wir werden hier dann eben abgelehnt. Das ist plus minus bei 27,5, was eher die Wahrscheinlichkeit entspricht, durch die Heatmap, durch die Daten, die wir haben, gegebenenfalls kann sich das natürlich nochmal aufkumulieren. Ja, 27,5 hat eine höhere Verkaufskraft, respektive es wird Gewinne realisiert in dieser Zone und gleichzeitig positionieren sich die Bären. Somit wäre da eine relativ starke Verkaufsorder da, die uns dann nach unten bringen kann und das wäre dann eben die Targets. Das wären dann bei 26.300 oder sagen wir aufgefüllt 26,4 bis 26,1 wäre das aktuelle erste Target. Das zweite Target wäre dann bei 24,8 bis 24,5. Die Liquidation Levels haben wir immer noch drin, das bleibt auch so und dann können wir nämlich auch so relativ gut arbeiten. So, das wäre jetzt mal aus der kleineren Sicht, ne, dieses Levels. Ja, das nehmen wir natürlich mit, aber was passiert, wenn die untere Trendlinie nicht halten kann? Wo werden wir hin positionieren? Dafür brauchen wir eben dieses High, das wir hier gehabt haben. Gehen wir zum nächsten Lower Low, ziehen es hoch auf das aktuelle Higher High und dann sehen wir, wo wir dann hingehen würden. Dann wäre nämlich bei 25,8 plus minus unser erstes Support Level und dann wäre eine relativ große Range für das erste Target, das würde uns eigentlich zum unteren Bereich der Trendlinie befördern, bei 25,2 bis 24,6, 7 sowas und dann hätten wir natürlich noch untergeordnet, das wäre dann auf dem Niveau des Targets vom Rising Wedge, was wir hier ausgebrochen sind, Richtung 22.000 bis 21.500, das wäre so die Range. Ja, und das war das große Rising Wedge hier, da sind wir wunderbar ausgebrochen. Jetzt ist eben die Möglichkeit, oftmals die Möglichkeit, dass man ein Falling Wedge bildet, sonst noch mal kurzfristig nach oben hält. Da behalten wir ein bisschen den Überblick, auch hier S1 Headmap ist alles hier da, mit hohem Volumen schon eingetragen. Auch das hilft uns natürlich zukünftig für die nächsten Trades, für die Planung. Nochmals für diejenigen, die sagen, ich möchte gerne traden, nutzt kleine Hebels, nutzt das als Akkumulation in die Longs. Ja, wir stehen kurz davor, im kommenden Jahr wieder zurück in den Bullenmarkt zu gehen, große Shorts jetzt zu machen. Auf diesem tiefen Preisniveau wäre für jemanden, der keine Ahnung hat vom Traden, eher fahrlässig. Also ich will ja nicht, dass ihr euch da liquidiert. Also seid mir da etwas vorsichtig. Bei Ethereum sind wir hier noch ein bisschen in the game. Da gucken wir das Ganze nochmal an. Das ist immer noch so, die Levels bleiben. Hier hat es eine Verschiebung gegeben, lustigerweise, oder ich habe das mal rumgeklickt. Auf 1570 bis 1550 und 1431 bis 1439 ist das übergeordnete Target. Die 0,5er Levels, bullish und bearish, sind sehr nah beieinander, um die 1600. Aktuell trainen wir bei 1636. Wir haben das obere Target nicht ganz abgearbeitet, kann man aber gelten lassen. Wichtig ist immer, dass 0,707er überschritten wird. Das haben wir geschafft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es auch hier weiter? Wir können auch hier unsere Trendlinien mal mit bisschen mit
einbinden, um auch hier ein bisschen zu schauen, wie es aussieht. Das ist eher in eine Richtung eines Falling als in einen Trendkanal. Also wir sehen auch hier, es konsolidiert sich langsam eine Spitze. Optimal wäre hier, dieses Target abzuarbeiten, um mal weiterzugehen. Prüfen wir aber auch. Was ebenfalls noch sehr interessant wäre, wäre natürlich für uns die FIB Speed anzuwenden, mal zu schauen, ob wir hier noch im gegebenenfalls mehr Kraft benötigen oder respektive wo der 0,5er-Schnitt wäre. Wenn wir oberhalb diesem 0,5er-Schnitt performen, dann ist es immer noch bullish, also es ist immer noch sehr, sehr gut. Wenn wir natürlich runterfallen, wird es schwieriger. Wir können das jetzt noch vom Aufwärtstrend mitnehmen und prüfen, wie es hier aussieht. Können wir ein bisschen mehr herauslesen aus der vorherigen Geschichte. Ja, also hier haben wir immer noch Supportmöglichkeiten beim Diagonal 0,5 nach oben. Also das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit für eine bullische Lösung. Wenn man das Ganze näher betrachtet, könnte man fast denken, ja, wir machen hier schon ein kleines Double Top, ist aber natürlich nicht so. Wir hatten hier ein Spread nach oben, somit kein M-Pattern in dem Sinne. Aber wenn diese Trendlinie fällt, dann ist schon möglich, dass wir da nochmal ein bisschen runtergehen. Das können wir natürlich auch mit der J-Wave hier nochmals auch anwenden. Wir gehen zum Higher High, gehen zum Lower Low, ziehen hoch zum letzten Higher High. Dann sehen wir, dass wir hier beim 0707er bereits schon angelaufen sind. 086er wäre dann bei 1623 und ein tieferes Tief untergeordnet zwischen, also in die Richtung dann von 1570, würde also auch hier weiterhin sehr passen. Muss man aufpassen, ja, also wir haben uns hier bei der MIC die bullish, bearish gecrossed, Entschuldigung, das Volumen ist aber ein leicht stagnierend, also wir sehen auch hier eine leichte Divergenz, so muss man hier natürlich vorsichtig sein. Ansonsten würde ich sagen, haben wir auch hier die Trades relativ gut im Griff. Auch hier empfehle ich eine Akkumulation der Longs, langsam langfristig aufzubauen. Für die etwas erfahrenen Traders kann man das Szenario natürlich gerne shorten. Ihr wisst ja da auch mit eurem Risk Management klar, was Sache ist. Ja, dann XRP. XRP ist ein bisschen out of the, wie sagt man dem? Out of performance. Ja, also das ist nicht so, wie es eben sein sollte, aktuell. Wir haben das hier schon eingezeichnet gehabt, das passt gut, sind von dem High gegangen, wir könnten eigentlich dieses hier nehmen, ja, das letzte Szene sozusagen oder Sequenz hatten wir hier, dann geht das, wir haben hier ein neues Tief gebildet, Higher High, dann haben wir hier das 0,5er Level aus der bärischen Sicht, das wäre dann auf 0,4783 performen tun wir aktuell bei 0,5143. Also hier nochmal einen schönen Einstieg für diejenigen, wo wir damals long gegangen sind, auch immer noch eine schöne Strecke. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch hier aufpassen, denn wir sehen in der kurzfristigen MICD wie auch in der langfristigen MICD gerade etwas Problematik bei den Bullen, also es schwächt wieder ab. So, wir sehen, dass wir hier wieder abschwächen. Die Signallinie nähert sich der MICD. Wenn das zu einer Kreuzung kommt, dann wird es wieder bärisch. Das heißt, der Preis wird natürlich wieder fallen. Wir sind auch hier oben angekommen im übergekauften Markt. Lauter RSI, somit eine Bewegung nach unten eigentlich nicht unabdenkbar. Da müssen wir auch hier ein bisschen zuwarten, prüfen, wie sich das Ganze weiter entwickeln wird. Ja, das würde ich jetzt auf jeden Fall stehen lassen. Es könnte auch sein, dass es hier bereits schon zu einem kleinen Ausbruch kam. Aber ja, das sind die News, die ich euch mitgebe. Nochmal ganz, ganz wichtig, die Zinsentscheidung vielleicht lieber abwarten, nicht einfach blind in einen Trade hineingehen. Ist euer Geld, ist euer Risk Management, eure Entscheidung im Endeffekt. Ich kann es euch nur mitgeben, ich kann euch die Tür zeigen, öffnen müsst ihr sie selbst. Ich bin jetzt hier und jetzt raus. Tschüss aus der Schweiz, bleibe gesund und bis zum nächsten Video.